Also ich habe eine Aufgabe zu heute vorbereitet, bei der war ein Quadrat gegeben mit den Seitenlängen 5 cm und die Fläche der Flächeninhalt der schraffierten Flächen, also gelb und rot, sind 14,92 Quadratzentimeter. Man sollte dann herausfinden, wie lang x ist, also diese Seiten. Dazu habe ich dann zwei Gleichungen aufgestellt. Die erste für den Flächeninhalt 14,92 Quadratzentimeter, nämlich 4 mal x mal x. Also x mal x ist ja einmal der Flächeninhalt und der 4 mal, also 4 mal x, plus der Flächeninhalt von der roten y mal y ist gleich 14,92 Quadratzentimeter. Dann habe ich eine zweite Formel zu der Seitenlänge 5 cm aufgestellt, nämlich 2x, also die beiden Seiten, plus y sind 5 Quadratzentimeter. Oh. 5 cm. Ja. Dann habe ich die ineinander eingesetzt, nämlich 2 in 1. Und nein, vorher habe ich noch die zweite Formel nach y umgestellt zu y ist gleich 5 minus 2x. Da, wenn man die umstellt zu y, kommt das ja raus. Die umgestellt wäre dann x und 4 mal x sind x Quadrat. Plus und die y plus y wären ja dieser Wert hier. Wenn man den einsetzt, sind das dann 5 minus 2x mal 5 minus 2x sind 14,92. Dann habe ich das so weit ausgeglichen, dass es am Ende eine Formel ergab, mit der man die PQ bilden kann, nämlich x Quadrat minus 2,5 x plus 1,26. Mit dieser Formel kann man dann PQ anwenden. Das ist P und das ist Q. Und wenn man die in die PQ-Formel einsetzt, ergibt das am Ende zwei Ergebnisse. Einmal x01 mit 1,8 und x02 mit 0,7. Und dann habe ich das mit beiden Ergebnissen eingesetzt in diese Formel in y, damit ich dann y rausbekomme. Und ich habe als erstes den zweiten Wert, also 0,7 genommen. Und wenn man den einsetzt, die Formel war ja, y ist gleich 5 minus 2x. Wenn man den einsetzt, ist das 5 minus 2 mal 0,7 und 2 mal 0,7 sind 1,4. Also ist y 3,6. Y2, ne? Ist das sozusagen? Y2 ist 3,6. Den Y-Wert setze ich dann in die Formel, die ich zuerst hatte, ein, die der Flächeninhalt ist, um das zu überprüfen, ob das stimmt. Also die Formel für den Flächeninhalt war 4 mal x Quadrat plus y Quadrat.
ergibt 14,92. Und wenn man das einsetzt, den x-Wert 0,7, also 4 mal 0,7 zum Quadrat plus y zum Quadrat 3,6. Wenn man das ausrechnet mit dem Taschenrechner, dann ist das richtig und ergibt 14,92. Also ist das gesuchte x 0,7 und y, die Seite, wäre dann 3,6. Wenn man da dasselbe, in diese, also den x01-Wert, in diese Formel einsetzen würde, dann würde zwar auch ein Ergebnis rauskommen, aber das wäre viel zu hoch, also es wäre größer als 14,92, also wäre es demzufolge falsch und man nimmt x02. Jetzt haben wir das Ganze mit irgendwelchen Würfeln und ähnlichen Dingen getan. Lasst uns mal schnell ein Beispiel rechnen. Und zwar, ich gebe mal was vor. Nehmen wir an, ich habe hier eine Kugel. Und die Kugel hat ein Volumen von V0, lass es meinetwegen 10 Kubikzentimeter sein. Und Volumen einer Kugel, dementsprechend kann ich das auch gleich ausrechnen, wie groß der Durchmesser ist. Das geht. Volumen einer Kugel lässt sich wie folgt berechnen. V ist 4 Drittel Pi mal R hoch 3. Rechnet mal schnell einfach das Ding aus, also schnell hinschreiben, gegeben. Gesucht ist V Kugel. Aber wir sagen mal V0 dazu. Jetzt haben natürlich Leute, die das nicht ganz geglaubt haben, und ich hatte es nur glauben müssen, weil ich selber nicht nachgerechnet hatte, haben die gesagt, Moment mal, was ist, wenn wir die erste Lösung nehmen, dann klappt das auch. Ja, diese Lösung hat zwei Gleichungen. Ich kann zwei Varianten hierfür einsetzen, für Rot und Gelb. Einmal wird mein Gelb zu sehr groß, verhältnismäßig, und das Rote entsprechend klein und umgekehrt. Also die hat zwei Lösungen, in diesem Fall haut hin. So, aber jetzt zurück zu unserer Aufgabe. Hier war nur Folgendes auszurechnen. Erstmal R. Wir wollen erstmal und dann entsprechend D. Macht mal. Wir haben jetzt folgendes Experiment gemacht. Also wir haben jetzt hier rausgekriegt. Der Radius ist 1,336 cm, beziehungsweise Durchmesser war ja gesucht. Ich hatte, Quatsch, ich habe das hier oben falsch geschrieben, aber ist egal. Was ist, wenn ich jetzt sage, wie entwickelt sich dieses Volumen, wenn ich den Radius halbiere, also nur noch 0,668 cm annehme? Dann kriegen wir 1,248 raus. Das heißt also, V1 ist gleich ein Achtel von V0. Umgekehrt kann ich es auch sagen, wenn ich den Radius verdopple, kriege ich das Achtfache des Volumens raus. Das gleicht dem von Würfeln. Machen wir noch ein anderes Rechenexperiment. Was passiert bei Kreisflächen? Wenn ich also einen Kreis habe mit einem Meter Radius und ich mache dann einen Kreis mit 2 Meter Radius, wie wird sich da höchstwahrscheinlich die Fläche entwickeln? Also gesucht, sagen wir hier A1 und hier A2 dazu. Wir suchen beide, A1 und A2, und wir suchen dann das Verhältnis, also wie verhält sich A2 zu A1. Also hier ist ja leicht mit 1 Meter zum Quadrat, und das lässt sich sofort im Kopf rechnen, 3,14 genügt uns. Und wenn ich hier sage, der Radius wird verdoppelt, zweimal so groß, dann vervierfacht sich das Ergebnis, denn 2 mal 2 ist 4. Wir können also sagen, das Verhältnis A2 zu R1 ist 4. Und zwar, wenn ich R2 zu R1 gleich 2 nehme, wenn ich also R2 doppelt so groß wähle. Und so weiter und so fort. Ich sage ganz bewusst und so weiter und so fort, weil bei Flächen und Volumina ist mir doch dieser Faktor hier vorne eigentlich Schnuppe, denn der tritt in beiden Formeln auf. Wichtig ist, wie sich das hier entwickelt. Und einmal habe ich es mal 1 und einmal mal 4, beziehungsweise hier ist es verachtfacht, beziehungsweise geachtelt worden, wenn ich halbiere und so weiter und so fort. Das ist wirklich Schnuppe. 4 Drittel Pi, komplett egal. Das ist wieder das, was nicht so gefährlich ist. Das tritt in allen Formeln auf. 4 Drittel Pi tritt hier auf, 4 Drittel Pi tritt hier auf. Und hier entwickelt sich das Volumen hoch 3. Und daher kommt das auch.
Das funktioniert also auch bei Kreisen, Kugeln und Ähnlichem. Ich muss immer sagen, was ist konstant in beiden Formeln? Konstant ist eine Zahl wie Pi oder 4 oder Drittel oder sonst was. Und der Rest ist dann ganz einfach. Also, Thema soweit durch. Ich schließe das Video hier ab. Der ganze Kram sollte, also dieser ganze Kram, der sollte bloß Folgendes verdeutlichen. Ich kann auch mit allen möglichen Formeln umgehen. Letzten Endes bleiben dann diese Optimierung oder Entwicklung, wenn ich einen Würfel habe oder eine Kugel habe oder ich habe eine Fläche, die sich ändert. Ich kann immer die gleichen Formeln aufstellen, denn Pi oder 4 oder 3 oder solche Zahlen, die jucken mich hier nicht. So, ich schließe das Video an der Stelle ab. Das war eine Übung. Wir kommen zum anderen Thema dann.